Nach den Fallen. Okay. Wo sind die Fallen, Aurin? Du weißt das, wo die sind? Ich weiß es gerade nicht, wo die sind. Ah, guck mal, die Aurin hat auch schon welche geholt. Oh. Oh nein, nicht schon wieder dieses blöde Labyrinth, bitte. Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2. Und ja, wir gehen die dritte Kapitelreihe an unserer lebendigen Welt, Staffel 3, Ein Riss im Eis. Letzte Folge war Baboom. Mega krass. Wir haben zum einen Lazarus wieder getroffen, denn unsere kleine Baby Aurin ist geboren worden. Die ist aus ihrem Ei geschlüpft. Und wir wussten ja, es war ein Drache-Ei. Heißt, es konnte ja in dem Sinne nur ein Drache rauskommen. Und sie sieht so, so süß aus. Aber erstmal wird gewunken. Ich konnte sie letzte Zeit leider nicht so häufig machen, weil immer jemand neben mir stand. Und ich fühle mich da immer so ein bisschen beobachtet dann bei. Deshalb würde ich sagen, wir legen los. Wir haben jetzt frühreife Aurin. Genau, da ist die Luminatin und Kaith. Da ist er, die kleine Aurin. Ich wollte euch eben verständigen. Aurin hat euch schon gerufen. Ja, ich weiß. Sie ist mir erschienen, so wie jetzt gerade eben. Aurin? Wovon redet ihr? Und fort ist sie. Habt ihr sie nicht gesehen? Interessant. Ich habe nichts gesehen. Ihr müsst sie sehr beeindruckt haben. Es ist, als hätte sie euch gewählt, um ihr den Weg zu erhellen. Fürs Erste ist Aurin einfach nur ein Junges, das sich ein erstes Bild von der Welt um es herum macht. Aber irrt euch nicht. Eines Tages wird sie sehr mächtig sein. Als ihre Wächter haben wir die Pflicht, sie auf den richtigen Weg zu führen. Ich stehe zu Aurins Verfügung. Wie lautet der Plan? Es existiert bereits ein Band zwischen euch beiden. Unser Ziel ist, dieses Band zu nähren und zu kräftigen. Zu diesem Zweck haben wir uns eine Reihe Herausforderungen ausgedacht, die den jungen Tugenden zeigen sollen. In den Kammern, die vor euch liegen, werdet ihr Bedürftigen helfen, Schwache verteidigen und Aurin auf den Kampf vorbereiten. Okay. In der letzten Kammer wartet die Prüfung aller Prüfungen. Ein Feind, den ihr nur mit Aurins Vertrauen und Hilfe besiegen könnt. Wir haben einiges vor uns. Ist Aurin für das hier bereit? Ihr wird nichts zustoßen. Habt einfach Geduld mit ihr. Aurin ist noch ungestüm und für sie ist alles ein Spiel. Sie ist auch noch ein kleines Baby. Natürlich ist alles für die ein Spiel. Sie ist wie so ein Welpe. Entweder wir oder wir sind Kitten. Geht durch das Portal, wenn ihr bereit seid. Okay, die Kaith hat eine Sprechblase über dem Kopf. Willkommen zurück, Kommandeur. Habt ihr einen Moment Zeit? Ja. Wie ist die Lage hier? Die meiste Zeit ruhig. Viele Augen ruhen auf Aurin und bewachen sie. Die Allererhabenen und meine. Ich wollte euch sagen, wie froh ich bin, dass ich sie bewachen darf nach allem, was geschehen ist. Ich möchte, dass ihr mir wieder so vertraut wie vorher. Mordremas hat all unsere Welten durcheinander gewirbelt. Das ist milde ausgedrückt. Seit wir Erstgeborenen erwachten, haben wir der blassen Mutter bedingungslos vertraut und an sie geglaubt. Dann vernahmen wir den Ruf unseres Schöpfers, unseres wahren Schöpfers. Dieser Schöpfer ist jetzt besiegt. Was wird nun aus uns, den Silvari? Wo ist unser Platz in der neuen Welt, die wir erschaffen haben? Diese Fragen gilt es für uns zu beantworten. Mit Taten. Wir haben sehr viel Arbeit vor uns. Es wird seine Zeit dauern, doch ich bin sicher, ihr und euer Volk werdet einen Weg finden. Ich danke euch, Kommandeur. Lasst euch nicht aufhalten. Ich kümmere mich hier um alles. Genau. Wir können mit ihr nochmal kurz quatschen. Okay. Ich weiß, wir müssen ein paar Aufgaben machen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ah, guck mal, das ist wie wenn man Taria gemacht hat und die Ranken besiegt hat. Guck mal, da vorne ist sie schon. Aurin, los, komm raus. Da vorne ist sie doch schon. Flitzt sie rum. Wo könnte sie bloß sein? Hä, wo ist sie denn jetzt hin? Ah, da hinten hat sie sich versteckt. Hab dich! Da bist du ja. hab dich. Ich hab auch so einen Drang. Moment. Und schon wieder ist sie weg.
Großartig. Im Extras. Freundschaftstrank, genau. Wo ist die kleine Maus? Aurin, du kleine Maus. Mal gucken, ob sie vielleicht darauf reagiert und uns ein kleines Zeichen gibt. Hat sie sich versteckt. Na, komm raus, Aurin. Wo hat sie sich versteckt, die kleine Maus? Ne, bin ich blind? Ah, da ist sie. Da hat sie sich versteckt. Hab dich! Wo flitzt du hin? Wo flitzt Na schön, Aurin. Du hin? Das hat Spaß gemacht, aber jetzt zurück an die Arbeit, meinst du nicht? Betrete das Portal. Ah, hier hin. Okay. Komm, Aurin. Komm mit, kleines Mäuschen. Interagieren. Okay. Ah, okay. Guckt mal, guckt mal, guckt mal. Hallo. Kommandeur, seid ihr bereit, dem Jungen zu zeigen, was Nächstenliebe und Wohlwollen sind? Ja, bitte. Was müssen wir machen? Sind wir bereit? Ja, wir sind bereit. Dann lasst uns beginnen. Ja. Sprecht mit der Abtei Arkanistin. Bindungsstärke. Ah, hier hinten. Puh, den Sex sei Dank. Ich habe seit langer Zeit keine Seele mehr gesehen. Diese Kinder brauchen dringend Hilfe, Fremde. Ja. Was ist los? Diese Kinder wurden bei einem brutalen Angriff auf ihr Dorf zu reisen. Sie haben alles verloren. Ihr Zuhause, ihre Familien. Oh nein. Ich bringe sie in ein Waisenhaus, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und wir haben nichts mehr zu essen. Schaut euch an, wie süß sie sind. In der Nähe kann man gut angeln, aber ich kann die Kinder nicht allein lassen. Und eine schlechte Anglerin bin ich auch. Könntet ihr uns helfen, etwas zu essen zu finden, damit wir den Rest der Reise überstehen? Was meinst du, Aurin? Sollen wir ihnen helfen? Sie nickt, sie nickt. Okay. Begebt euch ins flache Wasser. Okay, wir müssen jetzt dahin und dann hoffe ich, dass wir ein paar Fischis kriegen. Ne? Ich glaube, das war das, glaube ich. So ganz schwach kann ich mich daran erinnern. Lehrt Aurin, wie man gefangene Fische einsammelt. Okay, wie funktioniert das? Aurin. Aurin, sieh nach den Fallen. Nach den Fallen, okay. Wo sind die Fallen, Aurin? Du weißt das? Wo die sind? Ich weiß es gerade nicht, wo die sind. Aufgeladen. Na, wo ist denn der hin? Und? Hat sie schon jetzt irgendwas gefunden? Hier hinten geht es ja nochmal in eine Höhle. Wusste ich gar nicht. Die Luft ist mein Element. Aurin, warte. Aufgeladen. Warte, Schatzeleine. Ah, da sind die Fallen. Ah, jetzt okay. Jetzt habe ich sie auch gesehen. Wo müssen wir jetzt lang? Holt die Fische, die Aurin eingesammelt hat. Okay, Aurin hat sogar schon gesammelt. Aurin, du isst doch nicht etwa von dem Fisch, oder? Weil wir nämlich verhungernde Kinder füttern sollen. Verhungernde Waisenkinder. Wir essen, wenn wir fertig sind. Alles klar? Ich nehme mal an, das hieß geht klar auf Drachisch. Wie cool. Bereitet köstliche Gerichte zu. Okay, dann flitzen wir mal davor zum umfunktionierten Feuerstelle den Fisch räuchern. Okay. Schenkt das Gericht der Abtei. Okay, bitteschön. Wahre Schätze habt ihr uns da gebracht. Damit müssen wir für den Rest der Reise mehr als genug haben. Um genau zu sein, es ist sogar zu viel. Hier, nehmt etwas mit. Für eure Gefährte.
Dankeschön, die freut sich sehr, wenn sie einen Fisch kriegt. Ihr habt das gesehen, süß. Aber hungern werden sie wenigstens nicht. Herzlichen Dank für die Hilfe. Hast du das gehört, Urien? Hier hast du viel Gutes getan. Okay, betretet das Portal. Also Bindungs... Ich habe es jetzt nicht lesen können, aber wir haben auf jeden Fall einen Teil schon abgeschlossen. Bindungsstand. Ach so, okay. Blinds Nachkommen die Tugenden der Gnade und der Ehre zeigen. Ja. Seid ihr bereit, Kommandeur? Ja. Ihr habt sie gehört. Fangen wir an. Was müssen wir machen? Die Prüfung beginnt jetzt. Aurin, schnell zu mir. Oh. Wer ist da? Seid ihr Freund oder Feind? Sagt uns, was ihr vorhabt. Ganz ruhig. Wir tun euch nichts. Was ist mit euch passiert? Wir wurden von Drachendienern überfallen. Es war ein absolutes Chaos. Okay. Wir haben viele Leute rasch verloren. Also zogen wir uns hierher zurück. Wir kümmern uns um die Verwundeten, so schnell es geht. Aber die Kreaturen sind uns dicht auf den Fersen und schon bald werden... Halt! Habt ihr das gehört? Oh nein! Da sind noch mehr! Wir sind mehr los! Bitte, Fremde, helft uns, sie zurückzubringen! Wer kommt da jetzt? Helft sie in Sicherheit zu bringen. Achso, wir können nur eine... Okay, oh Gott, die müssen wir jetzt Stück für Stück dahin bringen, oder was? Komm mit, los, schnell. Wir machen die erstmal kaputt, würde ich sagen. Die Luft ist mein Element. Erde. Macht gibt mir Recht. Oh, da ist irgendjemand umgefallen. Okay, machen wir die auch mal alle kaputt. Das Portal haben wir dann auch. Die Luft ist mein Element. Aufgeladen. So. Stein und Bein. Okay, komm mit. Ach, müssen die mit mir hier reinlaufen, oder was? Lauft schnell. In Sicherheit. Aber wir kriegen immer zwei auf einmal rein. Drei sogar. Schnell, komm rein. Wo ist das Portal? Weiß nicht, wo das Portal ist. Sonst haben wir das schon gekillt. Komm, schnell, schnell. Oh, die geht aber flott ab. Okay. Ah, guck mal, die Aurin hat auch schon welche geholt. Kann ich dich auch mitnehmen? Guck, guck, guckt. Hey, lasst in Ruhe, ihr Blödis. Sollen das? Lasst das mal schön bleiben. Und du musst hier rein. Hat das jetzt geklappt? Aurin, machst du die letzten zwei? Kriegst du das hin? Ja, bestimmt, ne? Kriegst du bestimmt hin. Ich mache die Portale kaputt, während Aurin dann die... ins Dings bringt. Sie holt sich den nächsten schon. Okay, das ist schon mal gut. Kommt zu mir. Los, los. Lasst Aurin schön in Ruhe. Aber ich muss da raus. Aurin, lauf mit dem... Okay, sie hat scheint nur noch so ein paar, einen oder zwei Stück.
den sie hat. Einen, glaube ich, haben. Hat sie noch? Okay. Das hat geklappt, würde ich sagen. Gut gemacht, Süße. Gut gemacht. Das gut gemacht. Ihr und die Euren seid jetzt sicher. Ich kann kaum glauben, dass wir noch leben. Wir hatten die Hoffnung fast aufgegeben, bevor ihr kamt. Ihr aufgeladen. Gefährtin, meine ich. Dank an euch beide. Freut uns, dass wir helfen konnten. Viel Glück für den Rest eurer Reise. Mhm. Betretet das Portal. 2 von 3, glaube ich, sind es, ne? Glaube ich. Oh. Oh nein, ich werde dieses blöde Labyrinth, bitte. Seid gegrüßt, Kommandeur. Diese Prüfung soll dem Jungen die Tugenden der Tapferkeit und des Mutes näher bringen. Wollen wir anfangen? Gerne. Auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht so ein großer Freund bin von Labyrinthen. Ja, mach uns bereit, okay. Ah, okay, wir dürfen lang. Okay, wir können diesmal nicht irgendeine Abkürzung nehmen. Oh. Okay. Oh, okay, okay. Hallo, Schleim. Schnell. Aufgeladen. Und jetzt? Muss man das kaputt machen? Jetzt hier drauf? Ah ne, jetzt geht's schon weiter, okay. Leiden sollt ihr. Aufgeladen. Aurin, mach mal was mit deinem Feuerchen. Auf. Bei allen Winden. Stärker als Stein. Ach, das ist ein Schleimgenerator. Ah, jetzt hat's Klick bei mir gemacht. Ich dachte die ganze Zeit, das ist einfach nur so ein Leuchtteil. Ah, jetzt müssen wir hier lang. Okay. Das haben wir auch. Komm, Aurin, schnell! Okay, den haben wir auch scheins. Oh, jetzt wollen sie es aber wissen hier. Jetzt wollen sie es aber echt wissen. Da war wohl eine Wand im Rücken. Den habe ich nicht gesehen, die Wand. Okay. Aurin, warte. Ich komme und helfe dir. Mich bringt nichts zu fallen. Die Luft ist mein Element. Aufgeladen. Aufgeladen.
Macht. Erst Verteidigung, dann Angriff. Kalte Kraft. Haben wir es da? Ja, okay. Macht gibt mir recht. Ich glaube, das waren jetzt alle. Haben wir es? Ja, mega. Du hast tapfer gekämpft, Orin. Sehr gut. So, und jetzt betretet das Portal. Okay. Frühreife Orin. Aber ich glaube, sie hat es gut gehalten und zu gut gemacht, finde ich. Also ich denke schon, dass sie das vermittelt bekommen hat, was vermittelt werden sollte. Ja. Hier wird das Band zwischen euch und dem Jungen einer letzten Prüfung unterzogen. Okay. Ihr müsst mit dem Jungen zusammenarbeiten, um den Feind zu besiegen, der euch erwartet. Seid ihr für diese Herausforderung bereit? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir haben viel hinter uns, um jetzt aufzugeben. Das stimmt auch wieder. Macht euch bereit. Ja. Die Prüfung beginnt jetzt. Jetzt. Oh, was ist das? Koordinierte Angriff. Was ist das? Mordrimschleier. Okay, das ist noch gesperrt. Ein erforderlichen Arenes koordinierter Angriff zum rechten Zeitpunkt betäubt die Kreatur. Okay. Ah, jetzt. Ich brauche dich. An der Reihe. Auf geht's. Gib alles. Okay. Das muss man dann nochmal machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hilfe. Ja, geil. Okay. Auf ein neues. Aber ich hab's gecheckt. Irgendwann kommen dann so. Ah, da so Felder auf dem Boden. Ich brauche dich. Jetzt bist du an der Reihe. Auf geht's. Gib alles. Das dürfen wir jetzt bestimmt nochmal machen. Geh weg von mir. Orin, pass auf dich auf. Wann kriegen wir das wieder? Dieses Feld. Bin gleich wieder in Ordnung. Dieses Feld. Orin, du musst da rein. Los. Schnell. Ich brauche dich, Orin. Du musst alles geben. Ich brauche dich, Orin. Du musst alles geben. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich gepennt. Jetzt bist du an der Reihe. Auf geht's. Gib alles. Jetzt habe ich leider gepennt. Ich habe vergessen, den Special Action Key zu klicken. Das war sehr gut. Haben wir es geschafft? Ja, cool. Hört den. Der Luminatin sprechen. Der Luminatin. Ruh dich nur aus, Orin. Das hast du dir verdient. Gut gemacht, Kommandeur. Wir haben dem Jungen den bestmöglichen Einstieg verschafft. Mhm. Sie muss noch viel über ihren Platz in der Welt lernen, aber euch verdankt sie ein Fundament des Vertrauens, auf das sie bauen kann. Sprecht mit Tiny. Hört ihr mich? Verzeiht die Störung, aber ich habe dringende Neuigkeiten. Mhm. Ich habe die Zerstörerprobe untersucht, die ihr beschafft habt, und bin zu einem Schluss gekommen. Ich hatte recht, wie üblich. Gut, das ist jetzt nichts Neues, ne? Die Drachen absorbieren ihre Einflüsse gegenseitig und gewinnen dabei mehr Kraft. So ist es. Und es gibt noch mehr. Noch mehr? Und was? Ich habe alte ratanovanische Forschung über Primordus nach Schwächen durchforstet, die man nutzen könnte, und bin auf etwas gestoßen. Okay. Nach dem, was ich da gefunden habe, kann man der magischen Domäne von Primordus irgendwie entgegenwirken, sie völlig aufheben. Nach dem entgegenwirkenden Mittel suche ich derzeit noch. Neue Antworten werfen neue Fragen auf. Wie steht's bei euch? Wir haben ein Drachenbaby. Ich habe etwas Zeit für Orin genommen. Das freut mich, besonders wenn dadurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass eine ältere, größere Orin wild wird und uns alle abmurkst. Ich hätte wahrhaftig nichts dagegen, wenn ein Drache an meiner Seite kämpfte, statt gegen mich. Das stimmt.
verlockender Gedanke. Ich frage mich... Kommandeur, das ist es. Was denn? Wir brauchen eine Kraft, die Primordus entgegenwirkt. Und wenn das ein anderer Drache wäre, ein Eisdrache zum Beispiel. Wisst ihr noch, was ich euch von dem Chakra-Organ erzählt habe? Dass es gezielt bestimmte Arten von Magie filtern konnte? Mhm. Wenn wir Magiearten erkennen können, könnten wir Jormag und Primordus vielleicht aufeinander loslassen, sodass beide zugleich vernichtet würden. Wollt ihr damit andeuten, wir könnten Jormag und Primordus gegeneinander kämpfen lassen? Wie denn? Nicht die Drachen selbst, ihre Energien. Wie das gehen soll, weiß ich selber noch nicht so recht. Als allererstes müssen wir die Theorie überprüfen. Na gut, sagen wir, so machen wir es. Was kommt als nächstes? Wir bestätigen die Theorie im Labor. Wir verwenden kleine Mengen Magie, um zu sehen, ob sie sich tatsächlich konterkarieren. Okay, das ist schon heftig. Wir brauchen eine Eisbrutprobe. Eine, die Einflüsse unserer lieben dahingeschiedenen Mordremos und Zaitan aufweist. Mhm. Dann mache ich mich wohl besser mal in die Zittergipfel auf. Dort suche ich dann auch gleich Braham und rede mit ihm über seinen Beitritt zur Drachenwacht. Unsere neuen Pläne mit Jormag werden ihn sicher auch brennend interessieren. Das stimmt, der ist ja da schon an der Front. Ich lasse mir etwas einfallen, wie man die Energien gegeneinander kämpfen lassen kann. Viel Glück in den Zittergipfeln, Kommandeur. Dankeschön, Timmy. Wir haben es geschafft. Frühreife Aurine abgeschlossen. Zeichen der Zuneigung. Gefällt mir. Dieser Gegenstand ist nur ein Teil in der Sammlung. Und zwar Sammlung von Mini-Aurin. Genau, man kann sich hier ein Mini freischalten. Man kriegt Stück für Stück jetzt so bestimmte Items. Und Hinweis von Weidmännern hergestellt. Genau, man muss auch bestimmte Sachen herstellen. Dann kann man sich ein kleines Mini als Aurin. Die habe ich auch schon gemacht. Das fand ich nämlich so süß, die kleine Maus. Genau. Und wir haben jetzt einen Gegenstand bekommen. Gerade wenn man jetzt so die Geschichte der lebendigen Welt Staffel 3 spielt, gibt es einen erhabenen Portalstein, der einen direkt hier in diese Kapsel bringt. Heißt, den würde ich jetzt auch mal bei uns drinnen lassen, weil dann sparen wir uns einmal das Geld, um nach Taria zu porten. So, ich würde aber auch sagen, dass für diese Folge es heute wieder war. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen und freue mich natürlich sehr, dich im nächsten Part wieder willkommen heißen zu dürfen. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Und falls du ganz, ganz neu hier sein solltest, dann würde ich dich sehr gerne in der Community willkommen heißen. Aber wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.